brauch dich heut Nacht. Die Zeit mit Flirten und Tanzen verbracht. Sie weiß, was hier abgeht und ich hab es nicht gecheckt. Ich tanze mit einem Vampir das Bett. Gefangen! Oh, ich habe sogar wirklich drei Dinger gefangen. Du hast Regelwürmchen gefangen. So, und jetzt? Rom, nom, nom. Du kannst auch dabei wieder zurückgehen. Aber Vorsicht, die Bären! Du einfach am Waldrand stehst und jetzt deine Scheiße. Oh. Wie so ein Creep. Hä? Hast du das jetzt im Inventar oder? Du ich glaube, ich habe das der Erde zurückgegeben. Das ist der Erde zurückgegeben, ja. Einschalten alle Lichter. Ah, das sind schon an. Das ist ja toll. Das ist ja sehr hell. Wo gehst denn du hin? Das Eichhörnchen hat sich nicht um mich gekümmert. Ich bin ein Waldmensch. Ich ja. Bin jetzt eins mit der Natur, weil ich Glühwürmchen in der Hose hab. Okay, ja. Ich geh mal duschen. Ich habe Glühwürmchen gesagt, nicht ein. Ich geh dann anscheinend mal duschen da drüben. Ui, das ist gut. Was soll das denn heißen? Ja, dass man da auch duschen kann, dass ja, man sich kann hier nicht duschen, irgendwie ja, provisorisch was bauen. Da hinten gibt es wieder Früchte. Ich glaube, du musst das nächste Gitarrenlevel noch erreichen. Okay, jetzt. Yeah, Level 2 der Gitarrenfähigkeit erreicht. Isabel kann jetzt mit der Stimmung verspielt zum Spaß klimpern und am Computer mit Gitarren recherchieren. Sie kann jetzt an der Stereoanlage Blues genießen und bei anderen Sims über Gitarrensolos schwärmen. Mein Gitarrensolo, das danach spielt. Dun, 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 dun. Aber das heißt Gitarrensoli. Stimmt, das heißt eigentlich. Ich glaube, man darf auch Solo sagen. Du gehst das mal pennen. Geil. Nice. Darf ich jetzt auch? Von Wolken geblendet, weil man in den weiten Himmel blickt, scheint einfach alles möglich zu sein. Oh, du bist inspiriert durch die Wolken. Gleich mal schlafen gehen. Kann man die nicht da irgendwie rein? Na. Kann. Wir haben eine Alter, das werden immer mehr Käferscheiße, die bumsen da drin. Geil. Wir haben ja nur drei gefangen, jetzt ist ein bisschen mehr geworden. Die schwimmen, oder? Ich glaube, die schwimmen, ja. Das sieht so seltsam aus. Hey, wir brauchen eine Animation für Marienkäfer in einem Glas. Ja, warte, wie schwimmt halt mein Bier. Ja, genau. Halt mein Bier. Das ist halt super creepy. Es krabbelt mich vor allem, wenn ich mir das angucke. Voll schlimm. Wo sind die Bären? Was macht die denn da? Rumsitzen. Die redet. Nee, die macht nur ab und zu mal so Geräusche. Und ich habe schon wieder ein Buch in der Hand. Das ist ein Vampir. Das war ein Vampir. Der meinte gar nicht mich. Nö. Cool. Dann geh jetzt wieder zurück, Mädchen. Geh da hin. Hier hingehen. Oh, warte, das geht schneller als wieder Maus. Hab ich ja gerade gesehen. Hm. Ja. Oder nicht, doch. Alles gut. Und jetzt wird weiter Gitarre geübt, während ihr pennt. Oh mein Gott. Du bist schon spontan wach. Jetzt gehst du wieder ins Bett. Ich wecke euch, glaube ich, die ganze Zeit mit dem Lärm dann auf. Nee, was machst du? Was machst du? Wildnisratgeber lesen. Ja, ja, du legst dich ins Zelt, um den Wildnisratgeber zu lesen. Ist klar. Ist das eine besondere Sparte irgendwie im Playboy oder so? Der Wildnisratgeber. Wie entferne ich einen Busch? Ah, Buffy ist eine Ofenkartoffel. Das ist voll süß. Buffy ist eine Ofenkartoffel. Sieht ein bisschen aus wie eine Ofenkartoffel, die Kleine. Ich bin total glücklich, wenn der Bär oben drauf so... Gib mir auch Essen. Oh nein, geht weg. Nein, nicht unser Kind aussaugen. Sonst kommt Mama und saugt zurück. Mit den Nerven am Ende. Schlecht gespielte Instrumenten zu lauschen ist selbst für die solistischsten unter uns qualvoll. Weißt du, kannst du... Furchtbares Wort. Stoisch. Vergiss nicht, wenn du weit weg von zu Hause bist, kannst du das Zeitliche segnen. Sorge dafür, dass du alle notwendigen besitzt oder stelle das Erforderliche aus den Dingen her, die du in der Wildnis findest. Du liest gerade... Moment. Du hast gerade in einem Wildnisratgeber gelesen und dann auch sich auch noch entschieden zu schlafen. Vergiss nicht, auch wenn du weit weg von zu Hause bist, kannst du das Zeitliche segnen. Kurz gesagt so, auch wenn du weit weg bist, kannst du sterben. Ja. Lehn dich mehr in die Kamera. Nee, ich bin gerade aus dem Zelt rausgekommen, um wieder reinzugehen. Ja, weil ich dich die ganze Zeit aufwecke mit meinem Geklimper. Oh Gott.
Sorge dafür, dass Stop this, please! Ich will nur schlafen! Na gut, dann nehme ich die Gitarre halt mit und stell die woanders hin. Geh doch in den Wald! Da kommt nicht mal ein Bär an. Bei der Klimperei. Oder geh zu irgendeinem. Oh, das ist ja schön. Das ist voll hübsch hier. Ich gehe hier hin. Ui, das ist echt schön. Eine hübsche Ecke hier. Drüben gibt es noch eine an einem Wasserfall, die ist auch voll schön. So, jetzt wäre ich halt echt dafür, dass sie übt und aufhört mit der Hand das da zu machen. Mein Gott, geht zum Oh, vielleicht ist sie ein Lego-Männchen. Das kann sein. Aber das ist dann neu. Ich finde schön, dass man das vorspulen kann. Dann klingt es fast wie ein Lied. Zwischendrin mal. Guck mal, da steht Heart Camping. Da steht Herzzelt. Level 3, oh, juhu! Und jetzt willst du schon was singen? Pass auf. Was ist los mit ihr? Die Verantwortung sinkt, weil... Ja, was weil macht sie 23 kind? Uhr, ach so. Was macht unser Kind? Es geht vor die öffentlichen Toiletten und macht dort Chaos. Boah, du pass mal auf, junge Frau, ne? Pass mal auf, du. Wie, was denn jetzt? Erziehung, aktuelles Verhalten, Maßregeln, entschieden, anordnen, kein Chaos auszurichten. Hier. Ja, Enttäuschung ist schlecht. Nee, ich bin nicht meine Mutter. Enttäuschung ist psychologische Kriegsführung. Ja. Also, ich sag jetzt mal ganz entschieden, du lässt das. Oh, es hat ja funktioniert. Lol. Damit könnten wir auftreten. Oh, hier, vielleicht kannst du die Motten fangen. So, und sie soll... Die soll jetzt aufräumen. Sie soll es noch sauber machen. Ja, und vielleicht kannst du die Motten da fangen. Nee, leider nicht, das ist nur Deko. Ach, das sind nur die Scheißfliegen. So, und ich vertraue ihr da mal voll und hüpfe nach Hause. Hab ich nicht giftigen Holunder eventuell zufällig? Unbestimmte Frucht, vielleicht habe ich ja giftigen Holunder. Das sieht gefunden. Aus wie giftigen giftiger Holunder. Das hat auf jeden Fall eine andere Farbe. Probiere ich das mal. Und? Und? Ja, giftiger Holunder, perfekt. Warum geht's dir denn noch gut? Ich bin Vampir, als ob mich sowas jucken würde. Na, vielleicht juckt das ja wirklich. Das kann sein. Wie war das? Wir braucht... Basilikum. Dann ich rück dir sonst so auf die Pelle. Hi. Dann mache ich jetzt insektenabweisendes Mittel und ich kann auch eine Deo-Creme herstellen. Oh. Voll gut. Mädchen, vielleicht noch das ist innerhalb der vier Tage? Sieht schlecht aus. Kann die junge Dame jetzt bitte auch mal zurückkommen? Jawohl. Und danach ist gleich Schlafenszeit, Mädchen. Gleich ja, Schlafenszeit, weil es genau ist schon so. Spät. Papa schläft schon 100 Jahre? Das sieht aus wie der Auflauf gestern. Ja, aber der war sehr lecker. Ja. Fehlt ein bisschen das Blau drin. Hätte die Blaubeeren, die du hattest, hätten bestimmt noch super dazu gepasst. Die habe ich heute in meiner neuen Mopsdose mitgenommen. Das ja? war sehr lecker. Na, wie süß. Aber niemandem meine Mopsdose gezeigt, was meine Mopsdose ist. Was Mopsdöschen? Ja. Ja, du hast Geburtstagsgeschenk. Mopsdöschen. Und geile Schürze. Und eine Mopsschürze und ein Mopsanhänger und eine Mopskarte. Also Hunde waren Hunde. Packs. Halt. Packs, ja. Gut, kann ich Packs. Da mal fortsetzen, statt das nur anzugucken? Kann ich anschauen. Das ist eine verrückte Idee, fortsetzen. Wieso habe ich da so Probleme damit, das machen das zu machen? Das ist halt echt seltsam. Alter, ich muss mich wohl mal debuggen, oder was? Nee, warte. Testing. Wow, ich habe es anscheinend richtig eingegeben. Zurücksetzen. So, und jetzt kannst du bitte ein insektenabweisendes Mittel weitermachen. Ja, jetzt klappt's. Krass. Ich war verpackt irgendwie das mit dem Buch, weil mein Sim versucht es zurückzulegen jedes Mal und es klappt nicht, statt es im Inventar zu behalten. Naja, Hauptsache es ist jetzt nicht verbrannt auf dem Grill. Wow, in meiner Hand ging es auch wieder gut. Nee, das Essen.
Das Buch habe ich schon benutzt, um den Grill anzuzünden. Ui! Level 3 der Kräuterkunde-Fähigkeit. Ich kann jetzt ein Heilmittel beruhigender Hautbalsam brauen. Was gibt es denn hier sonst noch? Insektenbeißendes Mittel ist klar. Heuschrecken und Kamillen brauche ich dafür. Und für die Deo-Creme brauche ich Holunder und Petersilie. Petersilie habe ich nicht, aber ich habe noch Basilikum. Doch, du müsstest Petersilie haben, das haben wir nicht gekauft. Ach so. Mhm. Ach so. Ich nehme mal schon mal alles rüber, was ich so brauchen kann. Nimm nur, weil im Endeffekt gehört es ja eh dir, wa? Ja. So, was meines ist dein und was deines ist dein. Was halt einfach auch essentiell wichtig ist, derjenige, der die Fähigkeit hat, muss brauen. Und so ist das halt. Und sei froh, dass ich eine Deo-Creme mache. Du stehst... Ja, ich denke so. Ich nicht. Doch. Ich habe ja gerade eben geduscht. Merkt man nichts von. Christian! Kriegt der Gottesanbeterin? Was? Der weltbekannte Insektenkundler und Romanautor... Lässt Mut... Nee, bläst doch. Sean Walsh lässt uns an den Abenteuern einer mutigen Sim teilnehmen, die Expeditionsteam in eine abgelegene Region führt, wo bereits seit langer Zeit vergessene Rieseninsekten regieren. Wird die Sim und ihre Crew es schaffen, zusammen mit Ameisen, Käfern und Schmetterlingen die Königin des Dschungels in der Gestalt einer Gottesanbeterin zu besiegen, um die Zerstörung der Erde zu verhindern? Nein. Spoiler, nein. Sehr gut, ich konnte es nicht ganz so gut lesen, muss ich sagen. Ja, du brauchst ja eine Brille. Hab eine. Voll gut, jetzt mache ich noch ein bisschen insektenabweisende Mittel und dann kriegt die immer derjenige, der die gerade braucht. So. Witzig, wenn wir die Brillen tauschen, sehen wir beide nichts. Stimmt. Jetzt packe ich mich da ins Bett. Eigentlich ironisch, dass eine Brille dafür da ist, dass wenn man sie trägt, eigentlich nichts durchsieht. Also eine Brille einfach nur als Gestell mit Glas ist eigentlich entgegen der Logik. Dekoartikel. Oh, guck mal, wir kriegen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich von unserer Vampir-Oma-Freundin. Haben wir mit ihr gefeiert? Nee, deswegen gratuliert die uns ja nachträglich. Nee, aber haben wir mit Buffy gefeiert? Ja, wir haben ja keine Party veranstaltet. Hat sie einen Kuchen gekriegt? Ja, die Benjamin-Blümchen-Torte. Die Aufnahme ist ganze 2 Tage her, ne? Ja, hat halt ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Hatte Buffy nicht Geburtstag? Ja, ich kann mich wirklich nur noch ganz, ganz wenig, wenn überhaupt, dran erinnern. Du bist so dumm. Es tut mir leid. Wie kannst du nur den Geburtstag deines Kindes vergessen? Das ist die Sims. Das ist überhaupt keine Ausrede. Schreibt ihm das mal auf Twitter. @freshfriends. Mit Z hinten. Freshfriends. Ja. Nein. Mach das. Hashtag schäm dich. Oh, das gab Verantwortung plus. Die ist so high, die ist so fucking high. Dann lies jetzt mal dieses Buch, dann tust du wenigstens was. Und die Marienkäfer kannst du dabei angucken. Was will sie machen? Im Zelt spielen, na, das kriegen wir auch hin. Und sie will von Natur schwärmen, das kriegen wir auch hin. Hallo, Herr Baum, ich mag dich so. Ui, du bist der hübscheste Baum überhaupt. Jetzt mache ich ja auch einen auf guten Morgen. Und ja, trinke ein bisschen. Unwohl. Trinke ein bisschen Plasma. Wie sie Käfer anguckt. Marienkäfer. Das waren gestern doch nur 2. Hey, Dude. Die Käfer. Die schwimmen. Bären. Sie denkt wirklich an Bären. Ja, sie denkt die ganze Zeit an Bärchen. Müsstest du nicht jetzt auch langsam mal fit sein, ja? Nein, lass mich schlafen. Dann kannst du jetzt das da anzünden. Isa, das ist Urlaub und es ist 7:30. Lass mich schlafen. Du hast ja schon seit gefühlten Ewigkeiten, warst du da nur am Pennen. Und jetzt setz dich dahin. Und ich spiele uns jetzt ein wunderschönes Lied auf der Gitarre vor. Oh, ich muss weg. Lieder singen. Ich muss wirklich weg. Ich habe einen Zahnarzttermin. So. Wirklich, bitte, lass mich gehen. Darling, for thee.
Mir gefällt's. Unsere Tochter ist taub. Ich anscheinend auch, denn so sing ich.